Also den Milcheimer brauche ich hier gar nicht abgeben. Dann haben wir hier noch Penicillin. Oh, super. Ist ja gar nicht nur Drogen gewesen, es waren ja auch sinnvolle Sachen. So, Serin. Dann haben wir da oben noch die Leaderhead. Oh, da kriegen wir eine 16 KME Storage Cell. Plutonium, Rutherfordium. Ist Rutherfordium nicht auch flüchtig gewesen? Boah, einfach keine Ahnung. Sachen. Chemie ist nicht meine Stärke. Was soll ich denn von den beiden Chemiesachen, Radon oder Methylcyclopentadienylmanganese Tricarbonyl nehmen? Was möchtest du denn? Weiß nicht, ich habe noch nicht entschieden. Ach, du hast dich noch nicht entschieden. Gut, dann, was passiert, wenn ich Penicillin fresse? Dann wirst du geheilt. So, jetzt könnten wir die zweimal ärgern und das Safari-Net hier einfach mal loslassen. Creeper, boom, alles weg. Bitte, wenn ich gucke, ne? Lass mir das mal. Gibt nur Ärger. So. Wobei man das natürlich mal in unserem abgegrenzten Bereich da drüben gerne machen könnte. Dass wir mal die ganzen Single-Use-Safari-Nets wegkriegen, die hier noch irgendwo wahrscheinlich rumliegen. So, dann brauchen wir das in der Mitte, die vier Spritzen drumrum. Zwei. Ja, was habt ihr jetzt genommen? Radon oder? Mit noch gar nichts. Ich hab jetzt Radon genommen. Okay. Radioaktiv. Das zerfällt aber, ne? Ja, das muss in die Leadchest rein. Dann hält's ein bisschen länger. Oder hält's dann... Hast du nicht auch irgendwas, wo es ewig hält? Ne, da hält sogar ewig eine Leadchest. Eine Leadchest hält's ewig. Gut. Ja. Dann werde ich das auch mal machen. Ich nehme das... Methy, was weiß ich was? So, das zerfällt. Hat man das? Das zerfällt, das zerfällt. Das ist Carbon, Hydrogen, Manganese. Keine Ahnung, ist eine Flüssigkeit. Mal gucken, was man daraus machen kann. Man kann es zerlegen. Und man kann es zerlegen. Okay. Aber es ist zumindest nicht instabil. Zack, da rein. Ich nehme Radon, oder? Ja. Muss aber dann in die Leadchest bitte packen. Alles, was radioaktiv ist. Noch Platz ist. Und die 16. Noch eine. So. 16 KM. Das denke Storage ich, das finde ich so. Ja, weil die Zeit dann unterschiedlich abgelaufen ist. Ja. So, und dann... Was haben wir denn jetzt? Also das haben wir alles hier. Jetzt fällt bloß noch das Atul to rule them all. Moment, das sind doch bloß 64 Carbon, oder? Carbon-Reagenzgläschen. Meintest du das? Für ja, das aber schau mal, wie viel Carbon du brauchst. Für jedes viermal 64. Achso, das Polytool selber. Ja. Das Polytool selber, okay. Polytool. 64, die sind aber... Pack mal einen Stack Kohle rein in den Decomposer. Wir haben Kohle genug. Ich weiß, da kommt einiges raus. Trotzdem ist das sau viel, was man da braucht. Ja, es sind halt vier Stacks, hätte ich jetzt mal so gesagt, nicht? Okay. Aber das kriegen wir. Haben wir nicht irgendwo einen Harvester? Ja. Komm mal her. Was ist denn das Ding? Ah, hier. Steht so ein Baum rum. Ja, mach doch. Mach doch. Er hat noch einer, ne? Haben wir Barrels? Ja, Hammer. Zur Not machen. Weil das ist ja echt nur Holz. Also das sollte ja wohl nicht das Problem sein. Hätte ich jetzt mal so gesagt. So, was noch nehmen wir da? Barrels? Nein, keine einstecken.
Also die Wait, this isn't blood magic können wir abgeben. Und da würde ich sagen, nehmen zwei Leute Diamant, einmal Emerald, oder? Weil es eigentlich wurscht mittlerweile. Wo? Oh. Und zwar in dem Bereich Genetic Altering. Könnt ihr links schon ein paar Quests jetzt machen? Ich weiß nicht, wie weit ihr schon abgegeben habt. Meine Inventar schon besser voll? Nö, eigentlich nicht. Okay, ja, vielleicht mal. Die 10 Spritzen. Ach, scheiße, ja, 10 Spritzen sind 10 Plätze. Ja, du hast recht. Du hast recht. Bling. Ja, ich sehe schon. Ach, der gute Street-Digger hat gerade ein Problem. Beat. Okay. Der hat sich gerade eben ein Video von mir angeguckt. Street-Digger, genau. Und hat festgestellt, dass die inneren Türme für die Verteidigung sind. Was ich aber dann noch, glaube ich, im Livestream irgendwann noch später gesagt habe. Oder Olli, du warst doch dabei, oder? Ja, geil. Das ist sogar in einem Video von heute drin. In dem von heute? Okay. Ja. Ich meinst, ich gucke mir meine Videos nochmal an, oder wie? Reicht doch schon, wenn ich sie mir einmal angucke. Nein. Für ein Carbon Nanotube braucht man 4x64 Stacks. 4x64 Carbon, so rum. Genau. Für ein einziges. Ja. Man braucht nochmal 4x64 für das Polytool. Ach, das sind Carbon Nanotubes, das habe ich ja gar nicht gesehen. Ja. Okay, wie viel die Carbon Nanotubes? Moment, Rezepte. Die kann man sind, oh ja, jetzt ist die Frage, gibt es die im Chemical Bucket? Ach du das ist nicht lustig. Ich glaube, da hast du einiges an Carbon zu erzeugen. Jetzt schauen wir, wie viel Carbon kriegen wir denn? Ja gut, aber aus einem Kohleblock kriegst du 8 Carbon raus. Aus einem Kohlestückchen. Das geht eigentlich. Rechnen, 64. Du kannst auch Block of Coal nehmen. 8 mal 8. 9 mal 8. Doch, das ist das Gleiche. 65.000. Carbon. Ist einiges, ja. Ja, kann man das irgendwie automatisch machen? Dass er immer, wenn genug Material drin ist, das craftet? Weiß ich nicht. Mal an, ob das geht. Vielleicht ein Redstone-Signal oder so. Wobei, ich weiß nicht, ob du das sogar nicht mit einer Pipe einfach rausziehen kannst. Ich glaube, muss erstmal craften, wenn das Zeug drin ist. So, das haben wir. Dann kommt als nächstes. Der Baum fällt. Oh. Mit Loch in der Decke? Ja, dauert aber ein bisschen, aber also. Arbeitet. Ach so, jetzt weiß ich. Du lässt den Baum gerade automatisch fällen. Okay. Mist, jetzt habe ich wieder vergessen, was ich basteln muss. Ein DNA-Combiner. Okay. Gut, ein Leerzeichen zu viel. Combiner. Der war's. Ja, natürlich wieder 4 Zellen, eine Spritze. Hey, komm mir vor wie beim Fixer, du. Unglaublich. So, 1, 2, ja, die 3. Spritzen. Ja, die Spritzen habe ich in die Kiste rein. So, dann kriegen wir das Buch gleich raus. Die Spritzen, Eisen. Oh, wir brauchen was macht man mit den Spritzen eigentlich? Wenn ich das richtig weiß, ist das dann später notwendig, um Moment, kannst wie du die Genmodifikation reinspritzen. Genau. Du kannst dann zum Beispiel sagen, dass du Gras fressen kannst. Dann wirst du auch satt, wenn du Gras frisst. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, ne, ist eine andere Frage. Aber es gibt auch noch ein paar andere Sachen, die du dir spritzen kannst. So, also, hier war ich stehen geblieben. Das brauche ich nämlich 4-mal und noch 2-mal. Und dann sollte man da eigentlich schon bald durch sein.
Also haben wir denn noch ein Part noch und dann brauchen wir eigentlich Sludge irgendwo für? Du könntest Sludge wieder zu Blöcken generieren lassen. Oh, einfach mal einen Drum. Kannst du natürlich auch machen. So, dann schauen wir mal, was in diesem komischen Teil da drin ist. Ich habe eine Kuh, Glückwunsch. Ja, wir brauchen dann aber... Ja, einsperren kann man die nur mitnehmen. Ich lasse hier gerade mal wieder raus. Weil ich habe es ja gerade eigentlich in dem Monster-Loot-Bereich gemacht, aber weil ich hab die, wusste ja nicht, was dabei rauskommt. Komm, achso, ja. Ich würde sagen, die Kuh hat gleich ein Problem, wenn sie da rausgeht. Die trägt keinen Helm. Die mag da nicht raus. Warum magst du da nicht raus? Die ist zu fett. Ich glaube, die passt nur durch zwei durch. Oder? Die geht sowieso nirgendwo mehr hin. So. Wir haben ein Loch in der Decke. Ich weiß auch nicht, wie das da hinkommt. Wie war das mit dem Loch in der Decke? Nein. Ich glaube, ich weiß, wer da dran beteiligt war. Das war mit Sicherheit eine Fehlfunktion von deinem Abbau-Tool da. Das ist ganz klar. Können wir nichts dafür. Oder doch? Egal. Aber da kommt nichts durch die Decke. Ich weiß nicht, ob da oben was rumkrabbelt. Ich glaube, also da oben steht zum Beispiel ein Skelett. Da ist ein Creeper reingehüpft, springt unsere Sauerstoffversorgung, dann machst du das. Das wäre es natürlich wirklich. Dann haben wir ein echtes Problem. Das muss. So, noch einer. Doch nicht. Da runter plumpst. Der plumpst langsam runter. Der könnte es überleben. Könnte. Wird er überleben. So, ein Buch. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4. Den haben wir. Der kommt oben hin. Dann kommt da noch ein bisschen Eisen in die Ecken. Dann brauchen wir noch eine Spritze von da drüben. Hoffentlich ein sauberes Besteck. So, da läuft auch schon der letzte durch. Eine Spritze. Schwupp. In die Mitte. Moment, was kommt denn? Ah, unten könnte noch ein Eisen hin. Gut, dann passt das. Und da kommt jetzt hoffentlich dann noch der letzte raus. Na komm, schneller. Schneller. So, die letzte. Ich glaube, danach haben wir genug Rubber. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Kann nur so einen Baum wachsen lassen. Und noch mehr die Kuppel kaputt machen, oder wie? Das Loch ist ja jetzt einmal da. So, also wir haben das jetzt geflickt. Die nächste Quest. Erledigt. Und ich brauche wieder mal 15 Platz in meinem Inventar. Wieder 10 Spritzen? Nein, Ektoplasma. Ja, dieses scheiß Plasma-Zeugs da. Kann man die Eisentüren nicht einschmelzen? Geht das? Ja, kann man. Ah, geht, gut. Ja. Dann schmeiße ich die nämlich gleich mal da rein, wo sie hingehören. Falls wir so. Kisten sucht, die sind in der Holzkiste. Also Baumkiste. Kisten in der Kiste, okay. So, das da rein. Halt, die haben wir da rein. Dann die Eier schmeiße ich mal da rein. Das Fleisch auch. Habe ich jetzt genügend Platz?
Weiß nicht. Probieren wir's. Ha, genügend Platz. Wo sind die Spawn-Eier drin bei euch? Die Eier? Ja. Die hätte ich jetzt dann da reingepackt, ehrlich gesagt. Okay. Passt noch da ganz gut rein. Ah, schön, Caches mit 40.000 Kapazität. Aua. Sauerstoffmangel. Und die Sache noch, pass auf. Naja, gut. Egal. Ist hier nichts kaputt gegangen. Der ist leer, der ist leer. Ah, dann müssen wir auffüllen. Warten wir mal lieber, bis er voll ist. Aus drei Firmen Tofu kriegen wir übrigens einen. Aus was kriegen wir aus drei Tofu? Ein Spawn Egg für Chicken. Aus Silken oder aus Firmen? Firmen, glaube ich. Ja, Firmen Tofu. Ist doch mal was, oder? Ja, ein Tofu-Hühnchen. Ist doch lecker. Ach du Scheiße, das sind ja wieder Unmengen an Seiten, an Rezepten. Nee, gucke ich mir jetzt nicht an. Ich schaue lieber auf meinen Sauerstoff. Kein Sauerstoff mehr da. Kein Sauerstoff mehr da. Kabel anschließen. Noch eine große Folge gemacht gehabt. Ja, aber ich will meine zweite bitte auch voll haben. Und dann für den nächsten noch eine nachlegen. Na komm. Wie weit ist mein Baum? Ich will es nicht wissen. Ich will nicht gucken. Okay. Ich habe geguckt, waren viele. Geht. Gut. Wir haben immerhin schon 80 Buckets Sludge. Das ging doch irgendwie über den Sludge-Boiler, glaube ich, nicht? Da konnte man dann aus dem Sludge Blöcke machen. Brauchen wir eigentlich nicht. Ja, genau. Ne? Naja, gut. So, den haben wir. Und dann kommt jetzt hier noch ein DNA-Kloner. Und dann sollte man da hoffentlich bald durch sein hier. DNA-Kloner, lass mich raten. Oh, ein Insulated Helix. Kuh eigentlich inzwischen gestorben oder ist die Kuh? Die Kuh ist schon tot. Also müssen wir für die ein Habitat aufbauen, dass die da überleben können. Überhaupt leben können. Ja. Jetzt habe ich einen Olli gerade in den Kopf geguckt. So. Weiß es wohl. So, du hattest gesagt Spawn Chicken. Spawn Chicken. Das brauchen wir. Aus Tofu und Eiern könnte man das basteln. Eier haben wir das ja da. Mit nur, guck mal, das reicht, geht auch mit nur Tofu. Ja, aber haben wir Tofu da? Ist in der Mache. Hier, guck mal. Hier, nein, unter der Kiste. Unter der Kiste. Ah, hier, Presser. Silken Tofu. Moment, das war Silken Tofu oder Firm Tofu? Firm Tofu war das. Und Firm-Tofu ist ja quasi die Fortführung von Silken-Tofu. Dann lassen wir das mal durchlaufen, dann können wir das Spawn-Chicken machen. Gut, dann schauen wir mal weiter. Das nächste war ein Spawn-Squid. Das Spawn-Squid. Hier. Das war ein Ei und zwei Genone. Das können wir gleich machen. Eier haben wir noch da. Und zwei Genone. Ist da nicht auch Egg? Ja komm, also Eier haben wir noch genügend da. Die vier Stück hier, die sind ja anscheinend hier. Die sind ja, ich dachte, dass man das auch mit dem Firm Tofu machen kann.
Hatte ich jetzt gerade nicht gesehen. Lass mich hier nochmal gucken. Nein, da braucht man tatsächlich nicht. Ein Ei. Ja, jetzt schmeiß ich es wieder weg. Komm her. Ja, wahrscheinlich, wenn man die Eier kaputt gemacht hat, dass man das dann auch aus. Das kann sein, ja. Tofu machen kann. So. Ein Spawn Squid. Das ist erledigt. Dann haben wir hier noch ein Spawn Ocelot. Das wäre dann ein Ei. Okay. Also ich verbrauche jetzt einfach mal die Eier, weil das können wir ja aus Tofu wieder herstellen. Das haben wir ja bald, ne? Sehe doch richtig. Ja. Gut. Also, naja, wobei wir müssen die Hühnchen für Eier, die anderen. Das war ein Creeper. Noch alle am Leben? Mach nur das Nötigste. Okay. Dafür, um neue Eier zu kriegen, brauchen wir ja Chicken und dafür brauchen wir ein Habitat für die. Ja, Moment, wir brauchen keine neuen Hühnchen, sondern wir brauchen ja. Moment. Ja doch, für die Spawn-Eggs ja, brauchen wir die. Stimmt, da hast du recht. Spawn-Chicken, gut. So, jetzt können wir uns auf jeden Fall Creeper machen und Insekts-Hammer. Das ist soweit erledigt. Du direkt mal aus der Hand. Fertig. Bad Boy. Spawn Sheep. Was ist ein Bad Boy? Spawn Sheep. Das passt doch gar nicht zusammen. Guck mal auf das Bäh. Ach, es ist okay. Du meinst es ist Bad. Gut. Ich mache nochmal ein Spawn Chicken, mache ich auch noch. So viel Zeit muss sein. Das machen wir aber dann gleich komplett aus Tofu. Den Silken-Tofu oben nochmal rein. Und dann müssen wir warten, bis 3 Tofu durchgelaufen sind. Und der Baum ist weg. Und das letzte. Das letzte. Jawohl. Bringt noch einer ein Sapling. Ganz großen geben. Dann können wir gleich aufhören. So, und Spawn Chicken ist auch erledigt. Gut. Dann haben wir hier noch ein Spawn Enderman, ein Schaf und ein Blaze. Sollen wir das wirklich machen? Ah ja, gut, schauen wir mal. Spawn Blaze. Das ist doch nur die Detection. Spawn Enderman haben wir die nicht. Weiß ich gerade nicht. Ich schaue mal. Spawn Enderman. Spawn Creeper. Spawn Enderman. Schauen wir mal, ob wir nicht. Ah, geht. Hammer. Spawn Enderman. Claim. Sehr gut. Gut. Gleich wieder zurücklegen. So, und dann haben wir noch Spawn Blaze. Und die Blazes kriegen wir aktuell, glaube ich, nicht. Oder kriegen wir die? Blaze Powder. Wo kam denn das her? Das konnte man 7. Da bin ich mir sicher. Glowstone und Destabilized Redstone. Blaze Powder. Im Fluid Transposer, okay. Oder wir nehmen Plutonium und machen daraus Blaze Powder. Ein Plutonium, ein Blaze Powder. Ist doch auch ein Geschäft. Haben wir denn überhaupt noch Eier? Ja, Eier können wir uns jetzt herstellen. Eier haben wir doch. Also quasi in Tofu-Form. Ja, aber die gelten doch nicht dafür. Doch. Das sind ganz normale Eier, die dabei rauskommen. Ja, du kannst Eier aus den Gen-Dingern machen. Warte mal. Also ich hole mir jetzt mal hier mal ein bisschen Plutonium gleich aus der Kiste und mache es mal erst mal nach Blaze den Powder. Eiern. Ey, Blaze Powder brauche ich so oder so. Das ist im Synthesizer 1:1. Synthesizer 1:1. 1:1.
So. Da haben wir eins. Oh, interessant, ich kriege gleich zwei raus. Auch gut. Nein, doch nur eins, okay.